Ich hoffe, ihr habt euer Werkzeug paratgelegt. Ich war, wie gesagt, auf der Messe in Oberhausen und habe mir mal so eine Rolle Fertigkleppenkreuz gekauft. Und ich habe gedacht, ist vielleicht auch für Neueinsteiger nicht ganz so schwierig. Mit dem selber erstellen ist zwar billiger, als wenn man so Fertigkohl, Draht, Klettenkohl holt. Aber ich habe gesagt, auf der Messe kamen die 8 Euro. Oder waren das 10? Naja, egal wie auch immer. Sind 5 Meter. Habe ich gedacht, die nimmst du mit. Und die werden wir jetzt in meinem Vapor Giant Go verbauen. So, dazu habe ich schon alles bereitgelegt, was ich so brauche. Habe mir so ein Stück Fiberfreaks Nummer 1 schon bereitgelegt. So, Draht habe ich auch schon abgeschnitten. So circa 10 cm komme ich gut mit klar. So, und ich sage mal, um eine richtig schöne saubere Wicklung hinzukriegen, zumal der Draht auch ein bisschen dick ist und nicht immer so will, wie ich gerne möchte. So nutze ich mal heute meine Wickelhilfe, denn die ist dafür wie geschaffen, den Draht sofort in die Position zu kriegen, wie ich gerne möchte. Ihr wisst mittlerweile, mein Liebling, 2,5 mm Dorn. So, einmal seitlich durch das Loch. Zack, den Daumen drauf. So, rüberlegen. Und mit 5 Windungen bin ich gut dabei. Ich will also nicht ganz so viel in den Subohmbereich eindringen. Und ja, mit 0,6, 0,7 wäre ich schon zufrieden. Also denke ich mal, 5 Stück reichen. So, ne? Das geht ein bisschen schwierig, um da einmal rumzukommen. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. So. Und das fünfte Mal. So, jetzt werde ich auch den Vorteil haben, dass ich mir nicht gleich wieder in den Finger steche. So mit dem 0,25 oder so kommt das schon mal öfters vor, dass ich mir dann in den Finger steche. Was auch noch verdammt sehr weh tut. So, dann einmal, wie gesagt, zusammendrücken. Und schon haben wir eine richtig schöne Wicklung. Eine Klettenkeul. So. Und die werden wir jetzt drin verbauen. Dazu wird es jetzt ein bisschen fummelig, aber so für einen Neueinsteiger, der den Draht auf einen Dorn gewickelt hat, auf einen Bohrer, auf einen Schraubendreher oder auch auf diese Wickelhilfe. Also braucht man auf jeden Fall. Dazu habe ich, wie ihr seht, die Schrauben schon rausgedreht, weil da will ich jetzt nicht fummeln, dass die so knapp drin stecken und der Draht beim Einfädeln da, wie gesagt, hängen bleibt. So, 2, 4, 5, ja. So. Dazu
einmal da rein. Also der geht super da rein, so wie es aussieht. Ohne Probleme. Vor allem, wenn die Schraube raus ist. Oder auch nicht. So. Da sieht man, er ist schon durch. Ich brauche also gleich, auch um ein wenig zu packen, damit ich die ausrichten kann. So, jetzt habe ich hier das längere Ende über. Das muss jetzt natürlich von der anderen Seite rein. So, und dazu biege ich mir den so ein bisschen um, damit ich ihn jetzt auf der anderen Seite da rein bekomme. In das Loch. Oh, ich glaube, da habe ich jetzt ein bisschen zu kurz gemacht. Also ein bisschen länger sollte es schon sein, damit er auch da durchgeht. So, und jetzt denke ich mal, ist es schon einfacher. Komm, sei lieb, geh rein. So. Ich kann ihn auf der anderen Seite schon packen. Oder auch nicht. Oh, der ist wieder wirklich widerspenstig. Aber es geht. So. Jetzt kann man hingehen und schon die Schräubjes wieder reinsetzen. Nur noch nicht festziehen, nur eben leicht rein. Weil wir die Drahtenden ja schon durch haben. So, und jetzt geht man mit der Wickelhilfe hin, führt die da ein. Wenn es auch ein bisschen schwierig ist. So, zieht sie sich schon mal so ein bisschen so dahin, wo man sie hinhaben möchte. Ja, guten Morgen. Ich glaube, ich ziehe mir erstmal einmal den Draht durch. So, ihr seht, wie die Wickelhilfe schön mitgeht. So, da haben wir jetzt schon ein bisschen durch. Jetzt gehen wir hin auf der anderen Seite auch nochmal. Ja, und jetzt kommt das, was ich gar nicht so wollte. Dass mir jetzt der Pluspol da unten rausgerutscht ist. Guten Morgen, liebe Sorgen, aber das ist der berühmte Vorführeffekt. Ne, ich brauche ja nicht den ganzen Sockel, ich brauche ja nur das Innenleben. Ach ja. Wenn auf alles immer auf Anhieb klappen würde, ne? Na, jetzt kommt die nicht raus, weil die aus irgendeinem Grunde so fest ist. Na, jetzt haben wir sie aber. So. So, jetzt fällt sie unten rein. So, jetzt will ich nicht hoffen, dass ich mein Gewinde kaputt gemacht habe. Dann bin ich aber richtig stinkig über mich selbst. Och komm. Nein, ich ziehe den Draht nicht raus. So. Glück gehabt.
So, wieder rein damit. Gehe ich doch am besten in die Liquid-Kanäle rein. Na, fest kommt ab. Das Spielchen weitermachen. Ziehe ich den einen schon mal leicht an. Ups. Wollt ihr was sehen, ne? So, den einen schon mal leicht anziehen. So, und jetzt wollen wir gucken, dass ich die Wicklung dann auch weiter rüber bekomme. Wenn nicht, muss ich ihn noch mal losmachen. Ist doch gar nicht mal so einfach mit dem Draht. Ist nicht so einfach, wie ich gerade gedacht habe. Also drehe ich dann ein bisschen los. Bleib liegen. Schieb den noch ein klein wenig zurück. Na. Ja, das ist alles nicht so einfach mit der Clipton Coil. So. So. Jetzt wollen wir da noch mal ein bisschen rüberholen. So. Die Schraube los. Ich glaube, ich ziehe die noch mal rausnehmen. So. So. Das sieht doch jetzt schon mal besser aus. Kann ich auf jeden Fall die Schraube schon mal festziehen. So, Seitenschneider. Zack, weg das Stück. So. Also wie die Keule hier sitzt, das gefällt mir noch nicht ganz. So. Ich denke mal, das war's jetzt. Festziehen. Den hatte ich schon. Gut. Also seid nicht ungeduldig. Der Draht geht da sehr schwierig rein. Er geht auf jeden Fall rein mit der Clipton Coil. So, man kann dann am Ende hingehen, vielleicht noch ganz leicht. So, ein bisschen anrücken, aber nur leicht. Nicht zu feste.
So, und was sagt mein Barometer? 0,18. Das halte ich für ein Gerücht. Also irgendwo nö. Ich würde jetzt mal behaupten, der liegt doch, der liegt unten auf 0,2. Also habe ich mich so verschätzt mit den Ohmwerten. Ah, wollte ich doch meinen. Das sieht schon anders aus. 0,53. Da sieht das schon mal anders aus. Einmal jetzt mal, wenn das war, die mal aufglühen lassen. Ups. So, dass der Deckel ewig aufgeht, das passt mir auch nicht. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. So, mal gucken. Also das Öl in der Wicklung dampft schon mal. Oder das ist noch von der normalen Keule, die ich da vorher drin hatte. Also irgendwie ist das noch nicht so, wie ich will. Komma 36, das stimmt nicht. Also ist der wieder irgendwo dran gekommen unten. Ein bisschen glühen, nach oben ziehen. Ah, 0,63, ja, sag ich doch. Hätte mich auch gewundert, wenn das nicht so wäre. So, mal Licht ausmachen, damit ihr seht, wie schön die glüht. Also sieht das schon ganz gut aus, oder? So, jetzt brauche ich noch mal eine schöne breite Keramik-Pinzette. Oh, die glüht doch schon super. Da lacht das Herz. Und 0,63 ist auch schön geblieben. Machen wir mal wieder Licht an. Ups. Ah, kommt der. Wir das anders, wenn er so nicht will. Komm schon. Und? Sieht doch schön aus, oder? Von der einen, so von der anderen Seite. Ups. Wenn eure nicht ganz so schön aussieht, aber ich denke mal, ihr bekommt das auch hin. So, da noch einmal schauen. Die ich noch ein bisschen darüber kriege. Ohmwert 0,43. Oder heißt, die kommt wieder irgendwo. Glaube ich nicht. Ah.
0,6, sag ich doch. Das ist schön. 0,6. Kann ruhig noch ein bisschen rüber. Sehe ich da gerade. Dass die schön über noch steht. Ja, die kann noch mehr rüber. Ich bin ein bisschen penibel drin. Also wenn man optimieren kann, dann optimiere ich das auch, so wie ich das haben will. So. Wenn die nicht so ganz genau über das Loch liegt. Ihr müsst da kein Fetz draus machen. Aber ich bin da sehr penibel drin. So. Jetzt mal schauen, wie ich die Watte da reinkriege. Warum eigentlich so lang? Ein bisschen kürzer. Jetzt. Na? Ja, heute habe ich es aber. Heute habe ich es aber. Da ist auch wieder so ein Stück. Na. So. Ein bisschen kann er weg. Das sieht schon gut aus. Zack dich weg. Da auch weg. So, hier mache ich jetzt auch, weil es nicht anders geht. Einmal ein bisschen nach oben. Irgendwie. So, jetzt hat sie verloren. Na. So. Ups, wo ist denn jetzt meine Spule? Damit wir die Watte auch schön hier aufteilen. Diejenigen unter euch, die meine Videos von dem Vapergiant Go kennt, weiß, dass ich da zwei Riesenlöcher reingemacht habe. Die muss ich natürlich jetzt auch da unten
zu kriegen, damit er mir nicht absäuft. So. Gucken, dass er da unten richtig gut vorliegt. So. Ich glaube, da habe ich jetzt ein bisschen zu viel Watte. So, schneiden wir weg. So. Schön fluffig. An den Seiten auch noch gut. So, und wie sieht's aus? Oh, kommt das schon mächtig. Ich brauche zwar ein bisschen aufgrund dessen, weil das eine Clapton Coil ist. Da habe ich jetzt das Pfirsich Mango erwischt. Boah, das riecht ja unheimlich. Boah, das ist Wahnsinn mit der Clapton Coil. So, mal gucken. Na. Da ist auch noch Pfefferminz mit drin. Oh, das riecht lecker. Ja. Da sehe ich gerade. Ja. Da unten richtig drauf und noch richtig zu. Ja. So, was haben wir hier noch drin? Keine Ahnung, hier ist auch noch drin. Das nicht allzu lange dauert mit dem Wickeln und so, das sparen wir uns. Also hier einmal nur der Vergleich. Die alte und die neue RBA. Wie gesagt, das ist die alte, die ich aufgebohrt habe. Das ist, wie gesagt, die alte, die ich aufgebohrt habe. Hier habe ich den Kanal aufgefräst. Und das ist, wie gesagt, die neue. Das Loch ist ein bisschen kleiner. Und die neue RBA hat hier überhaupt keine Kanäle. Das heißt also, nehmen wir mal das runter, da hängt meine Wicklung noch drauf. Dieser Kanal hier, der fehlt also bei der neuen absolut. Der ist ganz weggefallen. So, da sieht man es dann. Ein wenig besser. Das heißt, ich habe die Watte dann hier so runtergestülpt und hier auf den Sockel gelegt, also direkt vor die Kanäle. Aber das kennt ihr ja aus meinen Teilen zuvor. Jetzt schauen wir mal, wie die neue so aussieht. Erstmal die kleine Schraube weg. Ich denke mal, das ist, sieht also fast genau so aus wie die RBA vom Kangatech. Die neue RBA,
wird dasselbe Prinzip mit der Haube nicht mehr zum Drehen, sondern zum Stecken. So, mal die Haube vergleichen von der Länge her. Ja, die ist ein bisschen anders. So, mal gucken. So, vom Durchmesser logisch oben muss es genauso bleiben. So. Man sieht, also die neue RBA ist ein bisschen länger. So, mal gucken, was da für ein Querschnitt ist bei der Bohrung. Also die Bohrung ist, ja, dann müsst ihr mal das rausholen, um zu messen. So, mal gucken. Ob wir das so hinkriegen. Ja, 3,2. Na, bleibt sie drauf? Ja. Na, 3,2. So, weiter im Text. Das heißt, ich könnte jetzt die Spule genauso groß machen, werde ich auch machen. So, jetzt nehme ich erstmal das alte weg. Es hat immer schwer, den ersten Gang zu finden. Oh, die Wicklung. Oh, die lasse ich mal drauf. Muss ja eh eine neue machen. So. Die wird erstmal beiseite gelegt. So, ich nehme wieder die Klettenkeule, weil ich finde, die ist einfach nur gut für meine Zwecke. Gerade hier beim Vapor Giant Go oder beim Kronos oder beim Flashy Vapor oder auch bei den FTV 4. Klettenkeul ist einfach dafür ideal. So. Oh, ist denn da? Sehe ich gerade. Da ist ein bisschen da irgendwie. Das hat hier gebrochen. Keine Ahnung. Egal. Zack. Weg damit. Was kaputt ist, brauchen wir nicht unbedingt. So. Ich denke mal, das reicht. So. 1, 2, 3. 4. Ja, gehen wir erstmal telefonieren. So.
Da ich ein bisschen tiefer will, habe ich jetzt nur 4 Wicklungen gemacht. So, und jetzt kommt wieder. Wie hat letztens noch einer geschrieben? Hier sehen Sie, wie eine Klettenkeul vergewaltigt wird. Wie heißt das so schön? Wo rohe Kräfte sinnlos walten? Also, ich frage mich, warum da die Bohrung nicht ein bisschen größer gemacht wurde. Jetzt kann ich wohl doch. Na, geht doch schon, komm, sei brav. Ich glaube, ich nehme die doch raus. Geht auch schon durch. Also bei meiner RBA, bei der alten, da ging das wesentlich einfacher. Obwohl ich da auch schon ja, die RBA fast vergewaltigt habe. Aber ich komme nicht durch. Jetzt hat sie verloren. Jetzt bin ich durch. So. Jetzt kommt wieder die Vergewaltigung. Liegt schon sehr gut. So, nur ganz leicht angezogen. Gleich aufpassen, dass ich die richtige Mutter erwische. Ach ja. Na, sollte die jetzt. Verstehe nicht. Auf einer Seite ist er gut gebohrt und auf der anderen Seite nicht. Naja. Also ich glaube wirklich, dass die in Fernost produziert wurde. Und nicht irgendwo, was weiß ich wo. Nur letztes Mal habe ich ja die halbe RBA auseinandergerissen. Das werde ich diesmal nicht tun. So. Einmal wieder die Wickelhilfe da rein. Ja. Das sieht schon sehr gut aus. So. Ne? Seid ihr mit mir einer Meinung? Schön. Keine Gegenkommentare.
Ne? Fest kommt ab. Da auch jetzt schon mal anziehen. Und wie gesagt, mit zwei Finger. Nicht, liebe Männer, mit der ganzen Hand. Müsst die RBA ein bisschen zärtlicher behandeln, aber nicht mit der Zange. Da nehme ich die andere. Eins. Nummer zwei. So, was sagt mein Anzeigeinstrument? Ja, 0,7. Ist doch ein guter Wert. So, jetzt wollen wir den noch ein bisschen ausrichten. Aber dazu nehme ich lieber mein anderes Messinstrument. Hätte ich von vornherein auch gleich nehmen können. Weil da kann ich ja sofort ein bisschen ausglühen. So, wie sieht es da aus? Da ist es schön frei. So, da sieht es doch gut aus. So. Was sagt Ötte jetzt? 1 Ohm. Das halte ich für ein Gerücht. Wollen wir erstmal schauen, was er macht, wenn wir ein bisschen Schmackes drauf geben. Blüht dann sich ganz gut für eine Klepten. So, da noch ein bisschen ausrichten. So. So schaut's aus. Kontakt ist unten frei. Einmal umdrehen. Von der anderen Seite, da sieht man es auch. Kontakte sind schön frei. Machen wir mal Licht aus. So, wir haben einen Wert von 0,77. Ja. Also ich muss ja schon auf Dampfen umstellen, sonst geht es nicht. Ja. Clapton Call dauert ein bisschen. Kommt doch schön von innen nach außen.
Licht wieder an. Zack, zwischendurch mal. Muss ich auch ein bisschen dampfen, ne? Mit meinem Kronos. Ups. Oh, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. So, jetzt kommt gleich ein Trick, den ich auch anwende. Eben beim Subtank Mini mit der neuen RBA. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade erwähnt habe. Die RBA hier ähnelt sehr stark der RBA vom Subtank. So. Dazu kommt wieder meine Muji-Watte. So. Spielchen kennt ihr alle. Altbekannt, die erste Lage weg, die zweite Lage weg, so, ich denke mal, das ist gut. So, ich ziehe jetzt nur ein Stück ein, weil ich wissen will, ob ich nicht zu viel habe. Nein. So, geht gut. Jetzt kommt der Trick, wie gesagt, den ich auch beim Subtank mache. Ich gehe jetzt hin und setze die Haube auf, aber nicht bis ganz unten. Stopp. Mir fällt gerade ein, hier unten ist eine Gummidichtung und die sollte man zweckmäßigerweise mit etwas Liquid benetzen, damit die Haube da gleich besser drauf lutscht. So, einfach mal probieren. Probieren geht über Studieren. So, super. Drehen wir sie wieder rein. So. Ne, irgendwo wird verbogen. Immer noch 0,7. So, und jetzt aufpassen, Leute. So. Die Haube nur ganz leicht, dass sie drüber steht. Und zwar, ja, das geht hier gar nicht mal so einfach, stelle ich gerade fest. Beim Subtank sitzt nämlich die Spule tiefer. Naja, das gibt jetzt ein bisschen viele Fatz. Aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Och. Jetzt ist wieder der berühmte VF-Effekt. So. Haube wollte nicht runter. So, der springende Punkt ist der. So, einfach mal so in der Richtung, wie sie zumindest soll. So, man spitzt die Watte an. Kennt ihr alle. Nur noch ein bisschen länger, weil ich schieb die Watte eine Seite durch das Loch. Ja, das ist bei dem Subtank schon eine Fummelei. Durch das Loch, durch die Spule. Ah, klappt ja auf Anhieb. So. So. Ihr seht das auf jeden Fall. Und jetzt gehe ich hin
So, lass da einfach mal nur einen Zentimeter, es reicht. So, und schneid da mal so ein Stück ab. Da lassen wir erstmal. So, und jetzt, hier sieht das jetzt auf dem Kopf. So, und dann, zack, runterdrücken. Und jetzt kommt der schwierige Akt. Diese kleine diese kleine Schraube. Oh. Und da nützt auch kein Magnet, weil VA ist nicht magnetisch. Oh. Also wenn die runterfällt, dann kriege ich aber einen Schreikrampf. Mamma mia. Ich mache das, glaube ich, mal anders. Gibt's doch gar nicht. Wenn ich jetzt hier 3 Stunden brauche, um die blöde Schraube da wieder drauf zu kriegen. So, jetzt bleib bloß drauf. Seht ihr? Das ist doch nur zum Hühnermelken. So, jetzt hat es aber verloren. Ja. So wie das aussieht. Nein, nicht mit der. Dann breche ich sie mir ab. Wo ist die andere? Man muss. Die doch wirklich da abschrauben. Also vielleicht die Mutter nicht rausdrehen, die Schraube rausdrehen, sondern nur so weit, dass man die Haube abkriegt. Sonst quält ihr euch genauso ab, wie ich jetzt mich abquäle mit der Schraube. Und wenn die dann nur einem runterfällt, ich meine, die ist ja als Ersatzteil dabei. Aber wenn die dann auch nochmal runterfällt, also da die passende zu finden, ich glaube, das wäre eine Aussichtslosigkeit. So, und da auch nur mit 2 Finger. Denn wenn mehr, mal fest, kommt ab. So, ich lasse euch da mal reinschauen. Hoffentlich kriege ich das jetzt so hin. Na. Na, kommt schon. Nein, der will nicht. So, die Watte ist jetzt natürlich ein bisschen so leicht nach unten. Aber das ist ja nicht schlimm. Wichtig ist, dass das da das Loch abschließt und auf der anderen Seite auch. Quasi wie zuvor bei der alten RBA auch, nur dass man da die Watte runterschieben musste, weil hier unten, ups, na, weil hier unten die Kanäle
waren für das Liquid. Also daher braucht man die Watte jetzt nicht nach unten schieben, sondern zieht sie einfach durch und gut ist. So. Nur, dass man da jetzt ein paar Millimeter noch stehen lässt. Also nicht viel. So. Und dann gehe ich auch wie bei dem RBA für den Subtank Mini einfach hin. So. Einfach ein bisschen breiter fächeln. So. Wie ein Blümchen. So, und jetzt kann man sie aufdrehen. So, und ich sag mal, ruhig das Käppchen oben drauf, weil da hat man dann die Möglichkeit, die RBA auch festzudrehen, weil man viel mehr Gewalt hat. Wenn die raus ist und man drückt, ich weiß nicht, also ob ich es schaffe, aber gibt Männer, die haben ja so eine Kraft in den Finger, die würden vielleicht hier das ein bisschen verformen und dann kriegen sie die Probleme dann mit dem Käppchen. Deswegen draufdrehen, festziehen, los. So, dann geht man natürlich hin. So, und überprüft nochmal seinen Ohmwert, der hier sich geringfügig verändert hat. So. Kommt wieder Liquid drauf. Auf der Seite auch. Einmal dampfen. Ja, sag mal. Kommt gut, ne? Ja, wenn die Klettenkeule einmal richtig, wenn die mal richtig zugange ist, dann hola die Waldfee. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Deckel drauf. So. Und wo ist der Ritz vom Schützenfest?